Chainsaw Man, Chainsaw Man, Freunde, ey. Einfach die Legende der Kettensägenmann, Chainsaw Man, ist nun endlich online. Also der Anime, die erste Folge davon. Ich bin übertrieben im Hype. Chainsaw Man ist nämlich der Anime, auf den ich dieses Jahr speziell gewartet habe, auf dessen Release. Denn zum einen weiß ich nichts über Chainsaw Man, okay? Warum bin ich dann trotzdem so gehypt? Also ich habe den Manga nicht gelesen. Ich bin so gehypt, weil der Anime so aussieht, als wäre das so ein richtig verratzter, dreckiger Anime. So ein Anime, den du dir anguckst und denkst, verdammt nochmal, was gucke ich mir da gerade an? Aber du trotzdem weiterschaust aus Interesse, aus Neugier. Das Gefühl hat es bei Devilman Crybaby und Chainsaw Man gibt mir quasi so ein Gefühl. Dementsprechend ist heute meine Reaction zu Folge 1 von Chainsaw Man. Es ist aber keine 1:1 Reaction, also ich kann logischerweise zwecks Copyright nicht die komplette Folge euch zeigen, sondern ihr schaut mir quasi über die Schulter hinweg mit. Und Freunde, im Endeffekt lässt ihr mich auf jeden Fall wissen, wie ihr dann Chainsaw Man findet, beziehungsweise vor allem die erste Folge. Ich habe nichts zu Chainsaw Man gesehen. Ich weiß nur quasi, also wie dieser Chainsaw Man aussieht. Ich kenne diesen Amigo und ich kenne Power. Das war's auch schon. Mehr nicht, Freunde, dementsprechend. Ich bin bereit, ich hoffe, ihr auch. Wir legen los. Hund und Kettensäge, Episode 1. Oh, ich bin so bereit, ey. Schon mal sehr spannend auf jeden Fall. Man sieht kaum was. Also man sieht niemanden. Also was mich halt übertrieben interessiert ist, was hat es mit diesem Chainsaw Man auf sich? Was ist das für eine Bild, die das einfach so ein Kettensäge, so eine Kettensäge aus dem wird, also so ein Kettensägenkopf was und so. Das will ich wissen. Okay, wer ist das? Ah, das ist mein Amigo. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, aber ich kenne ihn. Animation gefällt mir jetzt nicht. Zeit, unsere Brötchen zu verdienen. Oh, hä? Warte mal, was geht jetzt? Also ich weiß auch nichts von der Handlung. Was sind das? Was sind das? Zombies, Menschen? Gibt es hier, keine Ahnung, Dämonen oder so? Mal schauen. Ich bin schon so ich bin so zappelig, Leute. Ihr merkt wahrscheinlich auch so. Ich weiß gar nicht, wie ich hier sitzen soll. So, 6 Hulis im Monat fürs Holzfällen. Meine verkaufte Niere letztens hat 12 Riesen gebracht. Er hat also eine Niere verkauft? Dann noch 3 Riesen fürs rechte Auge. Okay. 1 meiner Eier. Was war der Preis? Aber ich wusste es. Nicht mal ein Riese, oder? Ich wusste genau, das habe ich gemeint, dass so ein verratzter Anime ist. Du denkst dir, was guck ich an, aber du willst trotzdem weitergucken. 380 Riesen Schulden hat der und 4 Hunis. Der ist eine Niere verkauft. Pochita ist der, okay. Wir mucksen ihn gleich an, da geht gleich was. Für einen toten Teufel, also den Teufel, gibt es um die 3 Riesen. Ah, okay, die Teufelsjagd wirft eben noch am meisten ab. Es sind Teufel, okay. Alter, welcher Psycho verkauft seine Eier? Also ein Ei, Niere etc. bla bla. Ey, bis jetzt, genau das, was ich erwartet habe, das habe ich auch gesehen und bekommen. Deswegen freue ich mich jetzt gleich auf die restliche Folge im Prinzip. Freunde, falls ihr auch Chainsaw Man so feiert wie ich gerade, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, als auch ein Abo auf dem Kanal für weitere Reactions, falls ihr diese nicht verpassen wollt. Ich bin wirklich sehr darauf gespannt, was mich in diesem Anime erwartet. Es sieht nämlich wirklich sehr verrückt aus und ich hoffe, genau das bekomme ich auch, dieses Verratzen. Aber bis jetzt hat es auf jeden Fall den Anschein, ey. Ich bin sehr drauf gespannt. Oh mein Gott, was? Tomatenteufel. Dann brennt sie in so einen Zwechsel durch die Kerle nach. Denji heißt der, okay. Auf dem Schwarzmarkt bringt seine Leiche gut was ein. Abzüge, Schulden und Zinslock etc. Und was weiß ich was für Gebühren. Oh je, yeah, da kommen ja 1000 Gebühren. 7 Hunis nur. What? Der Arme. Da pumpst du auf die Wasserrechnung und so abziehen, dies und jenes. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Also wir sehen schon, der wird auf jeden Fall struggle in seinem Leben. Und nur noch 18 Tacken hatte. What? Kannst du mal was zu... Kannst du mal was essen gescheit? Und das muss für den ganzen Monat reichen. Okay, kein Wunder verkauft der dies und jenes. Also waren die Schulden seines Vaters. Oh, das ist Yakuza. Okay, Denji ist anscheinend brav und hörig und versucht halt die Schulden seines Vaters abzubezahlen an die Yakuza. Verstehe. Sorry, dass du alles wiedergeht, aber ich versuche das gerade zu verstehen, den Anime. Das ist die erste Folge jetzt für mich so. Was? Frisst die Kippe, hat er gesagt? Frisst die Kippe und gibt ihm wahrscheinlich Cash, hat er gemeint, oder? Er frisst einfach die Kippe. What? Ah, okay, hat es doch ein Tier gegessen. Es reicht für 3 Tage Essen. Okay, also er weiß auf jeden Fall, wie er zu überleben hat. Also bei ihm ist wirklich Leben am Limit am Start, das merkt man. Was? Ich wusste, dass der Anime so verratzt und vermurkst ist, ey. Ah, sein Vater hat selbst umgebracht, wie ich es verstanden habe. Und Denji muss im Prinzip dann ja, also die Schulden übernehmen, sonst tut der Yakuza-Boss ihn umlegen. Er hat also gar keine Wahl, er ist nicht Schulden, also die Schulden wurden ihm überlassen, er muss jetzt sehen, was abgeht. Wie kam es dazu? Wie kam... Oh, das ist Legend! Eine Kettensäge? Ist ihre erste Begegnung mit, wie ist der Boy, Pochita? Ein Teufel? Ah, Pochita ist ein Teufel, logisch. Ah, er ist verletzt. Chipset auch bald, sagt... Ich hab Gänsehaut.
Wie klein das ist? Weiß nicht. Es heißt doch, Teufel regenerieren sich, wenn sie Blut trinken. Weiß nicht, wenn du leben willst. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie kommt es dazu, dass Denji dann zu diesem Chainsaw Man wird? Fusionieren die so wie Digimon oder so, du Käse? Aber nein, wahrscheinlich liegt es dann an diesem Biss. Oh mein Gott, der zieht. Mein Blut gibt's aber nicht umsonst. Okay. Sie besiegt unseren Pack. Die schießt einen Pack. Ich helfe dir. Also hilfst du mir. Simple Beziehung. Simple Story. Gefällt mir aber. Ich will nämlich auch nicht sterben. Gefällt mir. Oh mein Gott. Ah, er will, dass Yakuza ihn als Teufelsjäger engagiert. Okay, und so kam es dann dazu, verstehe. Oh, er hungert einfach der. Toast mit Marmelade, das ist sein Traum? Man gönnt er sich. Boah, was jetzt los? Er spuckt Blut. Meine Mutter war herzkrank, sagt er. Sie hat Blut gespuckt, bevor sie gestorben ist. Nein, aber nicht. Also, Denji ist vom Fluch, er ist verflucht gefühlt so. Oder vom Pech verfolgt, je nachdem, wie man es denn mag. Ihr wisst, was ich meine. Die veräppeln den noch, oder? Das ist doch eine Falle. Was geht hier ab? Die soll anscheinend ein Teufel sein. Aber ihr stimmt was nicht, Freund. Das ist böse im Busch. Du gehorchst wie ein Hühnchen und arbeitest wie ein Hühnchen. Für einen Hungerlohn. Hier stimmt was nicht. Aber ich hasse ohne sie stinken, sagt er. Was denkt er sich, Alter? Da morgen mir. Haben den umgelegt? Oh mein Gott, ja, instant. Schwert durch seinen Rücken und durch Pochita. Was? Der hat auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Was ist? Ich sag doch, das Ding ist verrückt. Ich hab doch gesagt, es war so klar, dass Chainsaw Man wirklich so abgedreht verrückt ist. Es war so klar und ich freue mich auf weitere Folgen. Der muss jetzt durchdrehen und er wird dann bestimmt zu Chainsaw Man. Und das will ich sehen. Ich will sehen, wie es passiert und wie dann alle umlegt, Leute. Jetzt vielleicht bin ein oder andere richtig brutal, aber ich weiß nicht. Das ist auch brutal. Das ist brutal zum Angucken. Oh, die Armin. Ah! Oh mein Gott! Die stechen hinein. Er hört nicht auf. Genau, das habe ich gemeint. Durch die Hand einfach. Er will einfach ein ganz normales Leben führen. Und jetzt kommt bestimmt hier Rage. Alter. Oh mein Gott, was guck ich mir gerade an, ey. Unglaublich. Hey, geh wieder zurück zu der Szene, was da passiert. Er liegt einfach im Mülleimer. Sein Kopf ist ab. Blutspur geht zu Pochita und er hat jetzt einen Schluck von seinem Blut genommen vom Kopf. Alter, was ist das? Und jetzt sagt mir nicht, die werden doch so vereint oder so. Pochita. Ey, warte, ist das? Ist das Chainsaw Man, oder was? Willst du mich gerade sehen, wie die gearbeitet haben zusammen? Ich hab gehört, manche Teufel können Leichen schlüpfen. Wenn du das auch kannst, Pochita, dann nimm bitte meine Leiche dafür. Nach der Beerdigung verfolgen uns die Akkus ja nicht mehr. Dann kannst du raus aus dieser Stadt. Dann sollst du ein normales Leben leben, das ein normales Ende nimmt. Ja. Also so entstand dann Chainsaw Man. Ey, fühlst du mir diesen Traum, sagt er. Ist vorbei, jetzt passiert das, oder? Ich will sehen, wie das passiert. Oh! Er fügt ihn zusammen! Sein Herz schlägt. Oh, Pochita geht! Ja! Ach, so entstand dann Chainsaw Man, verstehe. Ich habe es immer geliebt, wenn du von deinen Träumen erzählt hast, er kann reden. Schieß deinen Pack, du sollst mein Herz bekommen. Dafür lässt du mich deine Träume erleben. Oh, süß, Gänsehaut. Pochita! Oh mein... Oh, und this is the Chainsaw Man. Simple, aber brutal. Ja, seine Wunden sind weg. Oh, und der hat hier so ein... Man hat eine Kettensäge und dann zieht man dann so einen, wie man das auch nennt, ein Seil, was auch immer, ein Schlauch. Und das hat er jetzt hier an seiner Brust und dann aktiviert er sein... Oh mein Gott. Jetzt ist es vorbei. Ich will das sehen, wie ein Rage geht. Denken Sie schon gut genug, warum wollen Sie noch ein besseres Leben? Ja, das ist dran. Oder bin ich genauso. Oh mein Gott, labe nicht. Putsch an meiner Seite hat mir nicht gereicht zum Glück. Ich träumte immer von einem noch besseren Leben. Ach so, letzten Endes hegen alle irgendwelche Träume. The Dreams, Leute, The Dreams. Komm schon, mach schon. Jetzt kommt's, Freunde, jetzt kommt's. Ab wenn mir die Quere kommt. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Den mach ich kalt. Ist nichts passiert? Glaube nicht, doch, er kommt gleich. Jetzt kommt er so. Hä? Laber, was ist hier los? Hallo, geht da noch was? Jetzt, man hört Kettensägegeräusche. Man hört die Kettensäge. Oh, was? Er hat einfach an seinen beiden Armen eine Kettensäge und sein Kopf wurde zu Kettensäge. Ach du, oh mein Gott, das ist richtig gut. Genau das habe ich. Welcher Psycho kommt auf sowas? Oh mein Gott. Das ist. Ja. Oh du Heiliger, oh mein Gott. Was ist das? Perfekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ey, ich bin sprachlos, Leute, wirklich. Genau sowas habe ich erwartet, aber es ist jetzt zu sehen. Hammer, meine Erwartungen wurden echt getroffen, ey. Er zersägt einfach einen nach dem anderen. Oh mein Gott! Oh! Oh! Er hört einfach nicht auf. Er zieht durch, ist vorbei. Einfach entzweit. GG, krass. Hammer. Oh mein Gott.
Er zersägt jetzt jeden. Oh mein Gott, er hört mich auf. So, er gibt quasi eine... er gibt eine Kettensäge. eine Kettensäge Kopfens, Alter. oh mein Gott, der ist richtig in Rage. Ja, das hat mich schon so an Devilman Crybaby erinnert, als Akira zum ersten Mal quasi in Demon ging. Boah, das ist genau das, was ich meinte, ey. Ich stelle mir auch die Frage so, welcher Mensch kommt auf sowas? Okay, was ist das für ein Ding? Wieso schaue ich mir das an? Aber ich schaue trotzdem weiter so. Richtig gut. Lass uns dazu vorkommen, wer ist denn das? Oh, okay, er ist noch da, der Chainsaw Man. Und die sind auch dort. Wer ist das so, Mann? Er zeigt keine Reaktion. Du riechst selbst seltsam, sagt's. Weder nach Mensch noch nach Teufel. War das hier dein Deck? Die sieht aus wie ein Psycho, ey. Nimm mich in den Arm, sagt er. Macht sie auch. Ey. Verrückt. Das sind so unerwartete Sachen einfach. Die feier ich. Ah, sie ist Teufelsherrin. Vom Amt für öffentlich irgendwas. Ich sollte hier einen Zombie Teufel töten. What? Stimmt das, was Bait? Zwei Optionen hat er. Willst du als Teufel von mir getötet oder als Mensch zu meinem Haustier werden? What? Meinem Haustier gebe ich immer gutes Futter. was war das? Und jetzt wird das Eskalation, Leute. Oh, das war's? Ja, das war's tatsächlich. Crazy. Boah, ey, meine Erwartungen wurden echt getroffen. Lasst ihr mich gerne wissen, wie ihr die erste Folge von Chainsaw Man fandet. Und ich wiederhole mich gerne noch am Ende. Das ist quasi so Highlight meiner Reactions, ne, zusammengeschnitten, weil ich kann ja logischerweise Sex Copyright nicht 1:1 die Folge wiedergeben. Aber die Folge hat mich wirklich abgeholt, fand ich sehr, sehr gut. Ich hoffe euch ebenso, Freunde, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich gerne wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für euren Support. Ja, und ich kann es kaum erwarten, dass die nächste Folge rauskommt, wirklich. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be a